Hi und willkommen in meinem Zimmer. Ich bin der Sven und ich studiere Online-Kommunikation, momentan im 8. Semester und beschäftige mich gerade mit meiner Abschlussarbeit. Und da habe ich das Thema Selbstvermarktung von Music Artists gewählt. Und ich bin ziemlich froh, das Thema gewählt zu haben, weil es für mich ein Herzensthema ist. Und ich bin auch ziemlich glücklich darüber, dass ich so frei sein konnte, diese Entscheidung zu treffen, was natürlich auch was mit dem Studiengang zu tun hat. Denn bei Online-Kommunikation hat man nämlich allgemein sehr viel Freiheit, die Kurse je nach Präferenz zu wählen. Also es gibt drei große Bereiche, drei Schwerpunkte bei Online-Kommunikation. Das wäre dann einmal Online-Marketing, Online-PR. PR bedeutet Public Relations. Public Relations bedeutet Öffentlichkeitsarbeit. Und der dritte Schwerpunkt ist Corporate Learning. Das heißt, da gibt es quasi so didaktische Inhalte, also wie funktioniert E-Learning und sowas. Die Inhalte von dem Studiengang würde ich als einen ziemlich guten Mix aus theoretischem Wissen, aber auch technischem Wissen und vor allem praktischen Erfahrungen betiteln. Also man fängt schon ziemlich früh an, in Teams zusammenzuarbeiten und man bekommt schon ab dem dritten Semester Einblicke in die Arbeit mit Kunden zusammen. Also das Konzept nennt sich Lernagentur und man arbeitet eben mit echten Kunden an echten Projekten, was ich ziemlich cool fand. Und außerdem hat man im fünften Semester noch ein mindestens 18-wöchiges Praktikum. Das Praxissemester ist da eine ganz tolle Chance, um einfach mal in die Branche reinzuschnuppern, in der man sowieso mal in Zukunft arbeiten möchte. Das kann ich wirklich jedem ans Herz legen, da einfach möglichst frei zu sein bei der Entscheidung, wo man hin möchte und sich möglichst viel zu bewerben. Ja, weil allgemein geht es ja hier um eine Studienberatung. Das bedeutet, ich will dir noch was mit auf den Weg geben, und zwar, dass ein Studium keine Berufsausbildung ist. Also ein Studium kann einen in eine gewisse Richtung bringen. Und in dieser Richtung kann man später mal arbeiten. Und eventuell sind es auch wirklich Dinge, die man während dem Studium schon gelernt hat. Aber mir ist es eben wichtig, dass man versteht, dass ein Studium eher so eine grobe Richtung vorgibt und eine ganz neue Galaxie an Möglichkeiten erschafft, aber jetzt nicht so 1:1 Berufsausbildung ist. Aber wenn du jetzt herausfinden möchtest, ob Online-Kommunikation eine Richtung ist, die zu dir passt, dann können wir gerne mal darüber sprechen. Du kannst mir per Mail schreiben oder wir können dann einen Videocall machen. Also mir ist das ganz gleich. Ich will einfach nur, dass du die richtige Entscheidung triffst für dich. Dann sage ich mal ciao und bis bald.